So, jetzt geht's gleich weiter. Jetzt, wir haben 11:34 Uhr. In einer Minute wird uns dann der Wolfgang zugeschaltet sein. Die Slides sehen wir schon. Der Domi, glaube ich, schaut noch, dass er auch die Kamera einschalten darf oder kann. Sollte eigentlich schon möglich sein. So, Wolfgang, bist du schon? Oh, du bist schon da. Hallo. Jetzt können wir dich sehen. Freischaltung, ja. So, jetzt haben wir alle kurze Pause gemacht. Jetzt geht es gleich wieder nahtlos weiter. Ihr seht schon, es sind ähnliche Themen wieder. Wir haben Clean Code, Unitest, ATC. Ich bin sehr froh eigentlich, Wolfgang, dass du dabei bist, weil jetzt haben wir schon öfters Meetings gehabt und ich genieße es immer, wenn du Dinge erklärst. Das ist immer so interessant und deswegen freue ich mich schon ganz besonders auf diesen Vortrag. Ich meine, ich freue mich auf alle Vorträge, aber auf diesen ganz besonders natürlich wieder. Ja, deswegen würde ich sagen, es ist 11:35 Uhr. Lieber Wolfgang, ich übergebe an dich. Die Bühne gehört dir und ja, let's go with agil, aber Product Entwicklung mit Clean Code, Unitest und ATC. Vielen Ja, Dank vorläufig. vielen Dank für die Einführung. Vielleicht ganz kurz ein, zwei Worte zu meinem Hintergrund. Ich mache professionelle Softwareentwicklung im Prinzip irgendwo seit Zeiten aus dem Gymnasium. Davon die letzten irgendwo so zwischen 15, gut 15 Jahre im ABAP-Umfeld und arbeite bei uns als Softwarearchitekt und Full-Stack-Entwickler. Ich möchte heute direkt aus unserer Entwicklung was zeigen. Ich habe auch ein paar Codebeispiele im Eclipse dabei, wo wir auch mal dann einen Unit-Test laufen lassen können, um uns das auch mal direkt anzuschauen und nicht nur theoretisch an Folien zu erklären. Ich habe aber trotzdem anfänglich ein paar Folien dabei, in denen ich zuerst einmal ganz kurz zu der Firma, nur kurz eine Seite, geht gleich wieder weiter, sagen soll, die Axians Neo Solutions and Technology. Axians ist die IT-Marke vom Vinci-Konzern, das ist ein weltweiter Konzern. Und die Axians Neo beschäftigt sich ausschließlich im SAP-Umfeld, ist da entsprechend schon länger tätig. Wir machen Kundenprojekte und setzen in diesen Kundenprojekten aber auch eigenentwickelte Lösungen ein. Und um eine so eine Lösung geht es dann hier bei mir auch im Vortrag. Und zwar, das ist Neo Schedule. Ganz kurz drei Folien zum UI von der Lösung, weil ich später nachher überhaupt nichts mehr zum UI sagen möchte, weil es soll ja hier ums ABAP-Coding gehen. Wir haben eine Oberfläche, Fiori Freestyle, Fiori Elements Applications, mit entsprechend schöner grafischer Darstellung, mit modernen Möglichkeiten, Drag and Drop, Push und so weiter, Kartendarstellung. Das soll es jetzt schon dazu gewesen sein, wie die App an der Oberfläche aussieht. Das erste Mal, wie sind wir denn da hingekommen? 2018 war so ein bisschen die Überlegung, wir sehen verstärkte Anfragen von Kunden, ja, in dem Bereich Workforce Management könnte man vielleicht irgendwie andere Lösungen als die, die wir derzeitig einsetzen. Klammer auf, manchmal ist das auch Excel oder gleich Papier und Bleistift einsetzen. Könnt ihr, macht für uns schon mobile Lösungen, könnt ihr nicht vielleicht da auch irgendwie was liefern? Das haben wir dann so ein bisschen mal in Überlegungen bei uns versucht, so ein bisschen intensiver aufzugreifen, haben so einen Hackathon gemacht, um mal so einen ganz allerersten Prototyp mal zu entwickeln, und zu schauen, ja, wäre das dann denkbar, wie könnte sowas aussehen und so weiter. Dann haben wir so ein paar Feedbacks daraus gezogen, dass eine Lösung, die muss auf jeden Fall in den Subsystemen der Kunden installierbar sein, also ABAP und NetBeaver als Entwicklungsumgebung ist quasi mehr nicht mehr gesetzt. Es ist eine Lösung, die muss auch nachhaltig sein. Wir erwarten einen Lebenszyklus bei den Firmen, wo das Einsetzen schon irgendwo Größenordnung 5 bis 10 Jahre. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall auch da eine hohe Codequalität und können auch entsprechend zukunftsweisende Technologien einsetzen. Können wir auch machen, weil wir natürlich in dem Fall eine ganz glückliche Situation haben. Nicht Legacy Code, sondern wir entwickeln mehr oder weniger im Greenfield die Anwendung. Die natürlich schon Schnittstellen in andere Module hinein hat, aber prinzipiell die Anwendung ist eine Greenfield-Anwendung. Aber es ist nicht alles so einfach. Ja. Wir haben viele Kunden im Servicebereich und da ist die Situation jetzt auf der Modulseite mit CRM, CS und S/4HANA Service immer noch sehr stark im Fluss. Viele Kunden bleiben erst einmal noch auf ERP. Andererseits
Haben wir aber auch so ein bisschen, ja, könnte man das vielleicht auch mal irgendwann als Software as a Service beziehen. Das heißt, man muss irgendwo so ein weites Spektrum abdecken von Kunden, die noch im ERP-Bereich sind, bis hin zu Kunden, die im ABAP-Environment unterwegs sind. Was natürlich auch dann auf den ABAP-Code, der die Lösung dann Bestand hat, ist natürlich entsprechend Auswirkungen darauf hat. Dann ist man im Bereich vom Workforce Management, gerade bei den serviceorientierten Firmen, im USP, im Kernbereich von einem Unternehmen drin. Das heißt, da gibt es eigene Prozesse, an die sich die Lösung anpassen muss. Das heißt, wir brauchen eine höhere Konfigurierbarkeit und Anpassbarkeit der Lösung, aber gleichzeitig darf natürlich der stabile Kern nicht zu klein sein, weil ansonsten ist es auch wirtschaftlich weder für uns noch für unsere Kunden realisierbar. Wir haben uns entschlossen, mit agiler Entwicklungsweise hier vorzugehen. Dazu möchte ich auch kurz ein bisschen was sagen. Diese zukunftsweisende Technologie muss man irgendwie flexible Softwareentwicklung machen. Ja. Da die Technologien, klar, objektorientiertes ABAP gibt es zwar schon länger, aber mit so einer größeren Einsetzbarkeit, auch um die Erweiterbarkeit darauf abzubilden, dann CDS mit Annotationen für die Theory Elements. Publishing einmal über die SIGW mit den Reference Data Sources und mit dem RAP-Modell im ABAP-Environment. Dann den Push in die Oberfläche, in das UI hinein, hatte ich schon angesprochen. Diese ganzen Sachen sind alle noch so ein bisschen im Fluss. Es gibt zum Teil nicht so richtig komplett Best Practices, zum Beispiel für die Frage CDS-Annotationen für Fiori Elements. Ja, gibt es Guides ohne Ende, aber welche Annotationen kann ich jetzt wirklich von ERP über S/4HANA bis zum ABAP-Environment einsetzen? Die einen gehen da nicht, die anderen gehen dort nicht, die einen führen da auf einen Syntaxfehler, die anderen funktionieren dort nicht, aber bringen aber auch keinen Syntaxfehler. Das heißt, man könnte es zumindest reinschreiben. Also das sind so Sachen, die wir uns auch erst so im Laufe der Zeit erarbeiten müssen. Und klar, auch das im ABAP-Environment ist natürlich einiges noch im Fluss. Im RAP zum Beispiel fehlen noch Erweiterungsmöglichkeiten für Kunden zu einer SAP-Partnerlösung. Da kommt jetzt zwar so langsam was, das ist aber noch nicht so richtig brauchbar. Dann gibt es derzeitig im ABAP-Environment noch kein MPC-APC für einen Push. Das heißt, du musst insgesamt ein bisschen flexibel sein in der Entwicklung schon. Und das führt dann dazu natürlich auch, dass man sagt, gut, dann geht man auch gleich richtig zu einem flexiblen Entwicklungsmodell rein. Zum anderen, wenn man so eine Lösung entwickelt, muss man mal aufpassen, dass man das nicht so losgelöst von den Anforderungen aus der Praxis entwickelt. Deswegen haben wir früh entschieden, wir wollen das auf jeden Fall im Co-Development mit Kunden machen. Klar, hat natürlich auch wirtschaftliche Gründe, damit man nicht so komplett in Vorleistung gehen muss. Aber vor allem, wir wollen auch anforderungsgetrieben entwickeln. Ja, und zwar aufgrund realer Anforderungen realer Kunden. Also nicht was wir uns selber irgendwie ausdenken, sondern das, wie es real bei den Kunden die Anforderungen sind. Und dazu will man dann auch natürlich, wenn man da irgendwelche Sachen umsetzt, die auch relativ rasch ausliefern können, um auch entsprechend Feedback zu kommen. Konkret hat man es dann so gemacht mit der agilen Entwicklung. Wir haben zuerst mit so einem Backwerf-Proof of Concept angefangen, UI-Konzepte zu validieren, auch mal so Performance-Tests zu machen. Ist dann das realistisch, was wir da vorhaben? Das war übrigens tatsächlich ein Backwerf-Entwicklung, die man quick and dirty gemacht hat und dann aber wirklich auch in die Tonne getreten haben. Also das muss man auch ein bisschen aufpassen, dass man das wirklich konsequent dann auch macht, ja, und haben dann mit der Produktentwicklung eben angefangen, basierend auf so gewissen Prinzipien, da komme ich jetzt gleich noch drauf, anfänglich ohne richtig Releases zu machen, sondern die Kunden jeweils über ABAP Git direkt zu beliefern mit so einem Zwischencode-Stand. Seit ein paar Monaten allerdings arbeiten wir jetzt wirklich mit regelmäßigen qualitätsgesicherten Releases, da komme ich dann am Ende noch mal kurz drauf. Wie kommt man das jetzt alles unter den Hut mit den Anforderungen? Große Abdeckung, agile Entwicklung. Ja, wir haben einige sehr erfahrene ABAP-Entwickler bei uns in der Firma. Das hilft natürlich. Aber wie jeder bestätigen kann, das ist natürlich so ein bisschen Fluch und Segen. Ja, wir haben zwar eindeutig überwiegt der Segen bei uns. Ich bin sehr froh um die Kollegen. Ja, aber man hat natürlich klar die Grundprobleme. Wenn jemand seit 20, 30 Jahren ABAP entwickelt, der schreibt vor jeder Variable ein LV-Unterstrich davor. Ja, das steckt in den Fingern schon drin. Ja, das wird schon gar nicht mehr irgendwie vom Kopf gesteuert, sondern das machen die Finger schon alleine. Ja, Old Habits Die Hard. Ja, also das ist so ein Punkt, dem man da natürlich irgendwie versuchen muss, entgegenzuwirken. Wir brauchen
haben wir aus diesen Vorbildern gesagt, wir brauchen auf jeden Fall geeignete Leitlinien für die Entwicklung und wir brauchen geeignete Tool-Unterstützung für die ganze Sache, weil ohne die Sachen wird es nicht gehen. Deswegen hier ein paar konkrete Festlegungen. Wir hatten ja anfänglich schon viel über ATT gehört, haben es in der Parallelsession, wo man sich die Aufzeichnung ja später anschauen kann, auch nochmal diverse Einzelüberlegungen dazu. Das heißt, wir haben gesagt, ja, wir entwickeln grundsätzlich mit ATT, kriegt man, weil wir CDS-Views verwenden, auch bei den Kundenbericht gesetzt, weil die CDS-Views kriegt man nicht anders entwickelt. Wir wollen Clean-Up-Up auf jeden Fall machen. Wie gesagt, ich darf nochmal an den erwarteten Lebenszyklus der App erinnern. Das heißt, wir brauchen sauberen Programmcode, wollen das auch durch ABAP-Unit-Tests absichern. Wir wollen automatisierte statische Codeprüfung machen per ADC. Wir machen die Entwicklung unter 750 und übertragen das dann jeweils in die höheren Versionen. Warum so rum? Warum nicht im höheren entwickeln und runter übertragen? Liegt daran, zum einen ist das, was so große Restriktionen bringt, das 750er-System natürlich. Dann kann ich über die ATC-Checks vom 750er nach oben hin abprüfen. Was ich aber nicht machen kann, ist, wenn ich im, was weiß ich, im ABAP-Environment bin und kann prüfen, über einen ATC-Check würde das denn im 750er-System laufen. Ja, auch kann ich nicht vom S4HANA auf Kompatibilität nach unten prüfen, aber ich kann vom ERP aus Kompatibilität nach oben prüfen. Deswegen die Überlegung eben, wir entwickeln in 750 und übertragen dann jeweils den Programmcode in die entsprechenden anderen Systeme rein. Wir trennen, manches ist halt dann doch etwas unterschiedlich, manche Bibliotheken, die man aufrufen will, was ich, um eine HTTP-Verbindung aufzubauen, das geht einfach im ABAP-Environment und im S4HANA ein bisschen anders als im ERP. Da tun wir entsprechend Interfaces erstellen und haben dann unterschiedliche Klassen, die diese Interfaces implementieren, also Klassen für On-Premise und Klassen für Cloud zum Beispiel. Und die liegen dann in unterschiedlichen Packages. Also wir verwenden da nicht irgendwie aber Git-Branches oder so, sondern gesagt, nee, wir legen das uns quasi nebeneinander. Und auf dem ERP liegt halt dann, was weiß ich, die ERP-spezifische Paket und im Cloud liegt das Cloud-spezifische Paket. Zum Clean-Up-Up. Wir hatten es vorhin ja schon so ein bisschen im Vortrag gehört, haben wir gesagt, ja, wir wollen auf jeden Fall verständlicher Quellcode, der auch nach 5 Jahren noch verständlich ist, ist wichtig für uns. Wir wollen auch, was Clean-Up-Up ja auch mal wieder sagt, mit dieser Hungarian Notation aufräumen. Ganz komplett machen wir es aber nicht. Wir haben ein paar Präfixe beibelassen für die Parameter, also I, O und so weiter. Die Klassen haben nach wie vor CL davor, Interfaces haben EF davor. Hauptaugenmerk bei uns, was wir aus dem Clean-Up-Up mitnehmen, ist passende, präzise Bezeichner. Das, was man vorhin jemand schon gesagt hat, Code is the truth. Ein Bezeichner, der passend benannt ist, erspart den Kommentar davor, der erläutert, was in der Variablen zum Beispiel abgelegt wird. Ja. Und Verwendung von ABAP-Docs, also wirklich strukturierte Dokumentation der Klassen und der Methoden. Wir haben ein verbindliches Positiv- und Negativ-Glossar zur Benennung der Bezeichner und zur Verwendung im UI in der Doku. Das ist damit so sichergestellt, dass zumindest gewisse Kernbegriffe einfach einheitlich sind. Ich möchte es einmal ganz kurz zeigen, wie das aussieht, das Glossar. Ich habe hier aus unserem Wiki die Glossarseite hier mal rausgegriffen. Wir haben halt zum Beispiel festgelegt hier Anreise, Abreise. Das ist natürlich bei so einem Workforce-Management-System, wo die Leute hin und her reisen müssen, nachher eine wichtige Sache. Da haben wir halt Travel to und Travel from gesagt. Also das ist ganz klar, to ist immer die Anreise und from ist die Abreise. Ja. Auch zum Beispiel hier bei Beginn und Ende ist halt einheitlich Beginn und Ende. Ja. Das sind solche Festlegungen, die wir hier in dem Glossar gemacht haben, um sicherzustellen, dass diese Kernbegriffe überall in den Bezeichnern dann immer auch genau in dieser Form auftauchen und nicht dann statt Beginn dann mal Start steht und der andere lässt sich noch irgendwas einfallen, sondern irgendetwas, was einen Beginnzeitpunkt oder ein Beginndatum markiert, sollte dann als Bestandteil immer auch Beginn haben. Das ist, würde ich sagen, dieses Glossar für die Kernbegriffe wirklich wichtig, auch wenn dann neue Entwickler dazukommen, natürlich sehr hilfreich, um zu sehen, was wird denn damit genau gemeint und auch dann, um einen einheitlichen Quellcode zu haben, auch für so eine größere Lösung. ABAP-Docs hatte ich gerade schon angesprochen, zeige ich gleich praktisch auch. Wir publishen die ABAP-Docs auch mit, das werde ich auch gleich zeigen.
Dann Code-Reviews zur Sicherstellung der Einhaltung von diesen Regeln. Da fehlt uns noch so ein bisschen die richtig passende Tool-Unterstützung. Wir haben uns da so ein bisschen überlegt, ja, aber Git und dann im GitLab korrigieren und Code-Review-Kommentare angeben und so weiter. Das, ja, es ist, wir haben noch keinen durchgehenden Prozess dafür, muss ich ehrlich sagen, der wirklich rund ist. Ja, also da müssen wir noch mal schauen, wie wir das vielleicht hinkriegen. Ja. Akzeptanz prinzipiell vom Clean Arbor bei uns würde ich als hoch bezeichnen. Ja. Vorteile sind eigentlich unmittelbar einsichtig. Code Reviews muss man trotzdem machen. Ich habe es vorhin schon gesagt, Old Habits Die Hard. Das ist einfach ein Punkt, um den man nicht drum herum kommt. So, ich habe gesagt, ich möchte auch so ein bisschen was direkt im Coding zeigen. Deswegen werde ich jetzt hier wechseln. Und zwar, ich habe hier so eine Bildschirmlupe, mit der man hier zeigt, in meinem Eclipse hier, in den ADT hier, den Quellcode sieht. Hier vielleicht, man sieht hier oben zum Beispiel in der ersten Zeile dein 145 E-Address. Das ist eben da, wo man noch so ein bisschen Präfixe noch haben. Ja. Ansonsten sieht man hier, wenn man Zeile 158 Data Language to Use, da geht es halt hier, Language to Use, man versucht halt einen entsprechenden Bezeichner zu finden, 163 Geocoding Params. Was man gleichzeitig auch sieht, wir versuchen schon ein bisschen die modernen ABAP-Sprachmittel mit diesen Value Construction Expressions und so weiter zu verwenden. Auch das ist so ein Punkt, was mir wichtig erscheint. Das wird vielleicht jetzt noch nicht Standard sein, aber wird in ein paar Jahren im Quellcode schon Standard sein. Und da ist halt gut, wenn man auch dann so einen einheitlichen Stil hat und diese Strukturen, diese Ausdrucksmöglichkeiten, die man mit dem ABAP-Release ab 57 auf jeden Fall eben hat, auch entsprechend ausnutzt. Was wir jetzt hier haben auch ist, wenn man hier F2 drückt und der Cursor sich auf so dieser Methode befindet, dann springt er eben hier in die Angaben rein. Und wenn ich jetzt hier nach unten scroll, dann kommt eben jetzt hier das, was man im ABAP-Doc angegeben hat. Ja, das heißt, man hat hier diese Sachen hier unmittelbar zur Verfügung. Was man auch hat in dieser F2-Angabe, und das ist diese F2-Angabe, das ist zum Beispiel was sehr Schönes aus dem ADT, das hat man halt so direkt in der SE80 nicht. Man kann dann hier auch weiterspringen. Also wenn ich mir jetzt, ja, wenn wir diese Struktur hier anschauen, dann würde ich mir vielleicht hier den Datentyp anschauen und da kann man auch entsprechend wieder zurück navigieren. Also das ist einfach sehr schön, diese Möglichkeiten, die man hier hat. Dann gehe ich jetzt hier mal ganz nach oben. An dieser Klasse hängt hier oben ein relativ länglicher Klassen-ABAP-Doc dran. Den sieht man natürlich hier auch in dieser, wenn man hier F2 aufruft. Kann man übrigens auch in jeder Referenz dann auf dieser Klasse natürlich F2 drücken und sich das anschauen. Und da werden halt hier jetzt diese ganzen Parameter auch erläutert. Das ist auch so ein bisschen die Idee, dass man sagt, dass diese Dokumentation, die man ja unbedingt auch immer braucht, ja, liegt quasi im Quellcode. Das heißt, man hat nicht zwei Stellen, wo man das pflegt, einmal im Wiki und einmal im Quellcode, sondern hat nur eine Stelle. Das Ganze sieht man dann auch, wenn man es exportieren wir auch und stellen es dann aus unserer Wiki-Dokumentation heraus zur Verfügung. Also ich bin auf einer Wiki-Seite und wenn ich jetzt hier auf den Link gehe, dann kommt man eben hier auf diesen exportierten ABAP-Doc aus dieser Klasse heraus und hat quasi dadurch direkt eine immer aktuell gehaltene Dokumentation, also solange man durch den Code-Review sicherstellt, wenn neuer Parameter dazu kommt, dass der auch unmittelbar im ABAP-Doc oben ergänzt ist. Aber man muss sich dran denken, man muss das noch an drei weiteren Stellen im Wiki pflegen. Was man hier aussieht, das ist jetzt ein Export, der aus einem S4HANA-System gemacht worden ist. Das sind das hier noch keine Links. Wenn man es aus dem ABAP-Environment exportiert, das habe ich hier mal in dem Tab hier mitgebracht, dann sind das auch tatsächlich Links. Und dann kann man hier auch hin und her springen. Ja, und kann hier anhand dieser Links sich auch durch den exportierten ABAP-Doc durchnavigieren. Das Ganze machen wir auch dann versionsbehaftet pro Release. Das heißt, man hat also diese Dokumentation dann auch pro Release zur Verfügung und kann dann entsprechend da
das jeweilige Release zugreifen auf die Dokumentation. Aber Unit-Tests, wir setzen überwiegend lokale Testklassen ein. Dadurch, dass wir sagen, wir haben auf jeden Fall auch ABAPS NetBeaver 57 im Fokus, kann ich keine SQL-CDS-Test-Duples einsetzen. Die gibt es erst in höheren Releases. Das heißt, wir verwenden da die Test-Themes, reduziert halt die Testabdeckung, weil ich den Inhalt vom Test-Team natürlich damit nicht mit drin hat in der Abarbeitung. Externe Klassen mocken wir mit Dummy-Implementierung. Wir haben sowieso überall diese Injection von den Klassen für die Erweiterbarkeit, dass ich also überall auch andere Klassen reinstecken kann quasi. Das verwenden wir hier in den Unit-Tests auch. Wir streben so eine Abdeckung von den Unit-Tests so von 60-70% an. ABAP SQL, wie gesagt, habe ich gesagt, testen wir nicht. Zum Beispiel Exception-Klassen, da verzichtet man auch auf da noch einen Unit-Test nur für die Exception-Klasse. Nicht jede einzelne Fehlerbehandlung bekommt einen eigenen Test. Auch das führt aus meiner Sicht irgendwo zu weit. Real sind wir momentan so in etwa so bei 40-60%. Da haben wir noch so ein bisschen Luft zu unserem Ziel nach oben. Wir setzen die Unit-Tests, auch wenn das so ein bisschen gegen die reine Lehre ist, auch zur Sicherstellung von der Funktionalität bei externen API-Aufrufen ein. Also ich habe zum Beispiel gerade hier bei Geocodierungsklasse gerade vorhin gehabt. Das heißt, da testen wir quasi in dem Unit-Test auch mit ab, dass diese API auch korrekt aufgerufen wird. Und ja, normalerweise, was ich, wenn ich einen Ort geocodiere, erwarte ich auch, dass immer dieselbe Geokoordinate zurückkommt. Klammer auf, stimmt nicht immer, Klammer zu. Ja. Ab und zu muss man einen Unit-Test doch anpassen, beziehungsweise wir tun dann, haben so eine, gibt so diese Tolerable Assertions, die so einen gewissen Bereich noch tolerieren und den Test damit nicht viel schlagen lassen. Ist aus meiner Sicht schon sinnvoll, weil Ziel des ABAP-Codes ist ein korrekter Aufruf der API und dann ist das auch sinnvoll, dass man das mit abtestet. Akzeptanz, Unit-Tests zu schreiben, jeweils ist nicht so einfach. Ja. Man hat die Klasse geschrieben, man hat die Doku dazu geschrieben, es funktioniert alles, der Kunde ist zufrieden. Und jetzt muss ich noch den Unit-Test machen. Schwierig, ja. Klar, da gibt es eigentlich diesen Test-First-Ansatz, aber das ist momentan für uns einfach noch zu weit weg. Ja, wir versuchen zumindest überall in den Kernklassen und bei den Code-Reviews darauf hinzuweisen, ja, schreibt doch da bitte noch einen Unit-Test, der zumindest mal so eine gewisse Abdeckung sicherstellt. Ja. Könnte, wie gesagt, etwas besser sein. Auch das möchte ich wieder zeigen. Ich gehe hier in eine Klasse rein und mache meine Lupe in mein Eclipse hier wieder an. Hier. Erst einmal hier kurz, das ist also diese eigentliche Klasse und diese Klasse hat hier in dem Test-Classes-Tab eben eine Testklasse mit vier einzelnen Testmethoden. Das würde ich auch jetzt mal ausführen. Das kann man hier über den ABAP-Unit-Test-Eintrag hier im Kontextmenü. Ich mache es aber dann schon immer über den Tastatur-Shortcut, der hier zu sehen ist. Und dann kriegt man hier die Ausführung. Man sieht hier grün. Das ist natürlich immer auch sehr schöne optische Rückmeldung. Alles grün. Ja, das ist super. Ja. Man sieht die einzelnen Tests hier, die auch alle grün sind. Und wenn es irgendwo Probleme gibt, dann kann man das natürlich sich dann auch genauer anzeigen lassen. Sieht man dann rechts daneben, was schiefgegangen ist und kann das dann entsprechend anpassen. Abdeckung, wie kriegt man die Abdeckung raus? Das geht hier, man kann hier Tree Run with Coverage machen. Und dann wird das noch einmal ausgeführt und man kriegt zusätzlich hier in dem View mit dem ABAP Coverage hier die Testabdeckung. Erklärt, also hier insgesamt, wenn man auf Statement-Ebene rechnet, dann sind wir so bei knapp 60%. Da sieht man schon, das geht so ein bisschen hin und her. Und wenn man sich das jetzt ein bisschen konkret anschauen will im Quellcode, dann kann man hier die Anzeige mit einschalten. Und dann sieht man hier, grün ist alles das, was abgedeckt wird. Also nach links, die Zeilennummern mit dabei haben. Dann hier haben wir einen größeren Block, der nicht abgedeckt wird. Das liegt daran, weil das hier halt ein Test-Theme ist. Man sieht hier oben in 174 fängt der Test-Theme an. Das sind lauter Datenbankzugriffe hinterher. Wie gesagt, das ist halt die Problematik, die wir haben. Ich kann hier keine SQL- bzw. CDS-Test-Doubles verwenden. Dann, wenn ich hier mal noch ein bisschen weiter nach oben gehe, dann sieht man hier zum Beispiel noch so ein bisschen rot hinten drin. Das eine ist wieder ein Test-Theme. Oder weiter oben, ganz oben hier, sieht man, die Fehlerbehandlung ist rot. Das heißt, das Auftreten des Fehlers haben wir halt nicht über einen Test abgefangen. Aber das sind so Sachen, die, wo ich sage,
möchte ich eigentlich unbedingt auch gar nicht hin, dass ich da sage, ich strebe da 100% Testabdeckung ab. Ich glaube, so in der Größenordnung, wenn wir sie hier haben, ist das schon ganz sinnvoll. Man kann die Dürnetests jetzt auch nicht nur auch für eine einzelne Klasse ausführen, sondern man kann, wenn man im Project Explorer ist, hier auch gleich mehrere Klassen oder mehrere Packages sogar hier markieren. Und wenn ich jetzt hier dann hier sagt Run S, dann gibt es ja auch den Dürnetest und dann führt er hier jetzt den Dürnetest für diese einzelnen Packages, alle Klassen in allen Packages aus, die Dürnetests definiert haben. Das möchte ich aber jetzt nicht abwarten, sondern wir gehen jetzt hier mal auf den Folien weiter. Als nächstes zu der automatischen statischen Codeprüfung mit ATC. ATC steht für das ABAP Test Cockpit, ist eine Möglichkeit, die aus so gewissen vorherigen Möglichkeiten, die schon da waren in den Subsystemen, zur statischen Code-Analyse hervorgegangen sind. Wir haben dafür bei uns auch ein zentrales AD-Check-System, in dem wir entsprechende Checks aktuell halten, zum Beispiel der Check zur Kompatibilitätsprüfung mit dem Steampunk, also mit dem ABAP-Environment. Wir haben aber auch die S/4HANA-Checks da drin. Vorteil ist, da macht es halt an einer Stelle das Coding. Man hat an einer Stelle, wo man auch dann, das ist bei uns ein S/4HANA-System, das zentrale ATC-Check-System, da kann ich noch etwas moderneres Coding für die Checks auch verwenden. Auch die SAP nutzt das und liefert die Checks vorwiegend, aktualisiert die Checks vorwiegend auf dem Level. Das heißt, da profitiert hier dann jeweils von aktuellen Prüfungen. Mit dem ATC deckt man auch DEDIC und CDS-Elemente mit ab. Das heißt nicht nur wie zum Beispiel beim Unit-Test, bei dem man ja im Wesentlichen den ABAP-Code selber testet. Wir haben so als Ziel wirklich eine Zero-Findings-Policy. Ja, und zwar nicht nur keine Fehler, keine Warnungen. Ich möchte eigentlich gar keine Findings sehen. Ja, und zwar machen wir das dadurch, damit man wirklich den Check macht und sieht, wenn da was kommt, dann muss ich auch hinschauen. Ja, weil ansonsten, wenn man sich dann gewöhnt, naja, der schmeißt ja immer irgendwelche 30 Findings raus, ja, dann ignoriert man auch das 31. Finding, das man sich eigentlich anschauen sollte. Ja, deswegen ist so das Ziel. Da, wo irgendein Finding nicht sinnvoll ist, nicht passt, klar, eine statische Quellcode-Analyse kann einfach nicht alles so richtig super entscheiden. Dann setzt man da halt entsprechend die Möglichkeit mit Pragmas und Pseudocomments hin, um den Check an dieser Stelle auszuschalten. Dann sollte aber da bitte auch eine Begründung hinschrieben werden, solange es nicht völlig offensichtlich ist, warum man meint, dass eben das Finding hier unsinnig ist. Und dann kommt man tatsächlich da ziemlich runter. Wir hatten allerdings mit dieser Zero-Findings-Policy so diverse Probleme mit etlichen False-Findings. Wir haben da Incidents angelegt, haben auch schon zwei Kernel-Bugfixes bekommen. Um diesen Problemen Herr zu werden. Gerade vor 2 Tagen noch habe ich diesen genannten Hinweis hier bekommen. Dadurch sind wir endlich die Massen an Hinweise los, weil man die Indizes für AnyDB und für HANA ja etwas unterschiedlich definieren muss. Das machen wir auch, ja, um eben Kunden, sowohl die schon auf HANA sind, als auch Kunden, die noch nicht auf HANA sind, entsprechend mit vernünftigen Indizes bedienen zu können. Und seit dem Fix wird das jetzt auch berücksichtigt, dass also die HANA-Prüfung nur die HANA-Indizes berücksichtigt und die Nicht-HANA-Prüfung nur die Nicht-HANA-Indizes berücksichtigt. Und auch nicht zwei HANA und zwei Nicht-HANA-Indizes, als das sind aber mehr als zwei Indizes, das könnte unperformant werden, zurückgemeldet wird. Ja, also das ist wirklich sehr, sehr sinnvoll. Wann ruft man den ATC auf? Zum einen nutzen wir die Aufrufmöglichkeit direkt aus den ADTs heraus während der Entwicklung. Also da ist eigentlich jeder Entwickler in Eigenverantwortung aufgefordert, das immer mal wieder aufzurufen. Was sich auch herausgestellt hat, ist als ja, interessanter Nebeneffekt, den man dadurch machen kann. Man kann, so wie ich gerade gezeigt habe, wie man die Unit-Tests massenhaft aufrufen kann, kann man auch den ATC-Check quasi massenhaft auf eine Menge von Packages aufrufen und erreicht damit als Nebeneffekt quasi auch so einen Massensyntax-Check. Also das ist, manches schlägt doch nicht unbedingt immer sofort an Syntaxproblemen, also vor allem so also Folgeproblemen. Und da ist halt eine ganz gute Möglichkeit, mal so über das gesamte Produkt hinweg einen Syntax-Check zu machen. Dann klar, im Rahmen von einem Code-Review schaut man sich es natürlich an. Dann tue ich es normal vor der Release-Erstellung.
schaue ich mir einmal nochmal die aktuellen ATC-Checks an und wir haben es mittlerweile auch beim ABAP-Git Commit. Es ist ja dankenswerterweise eingebaut, dass ich da einen ATC-Check automatisiert mit aufrufen kann, sodass man auch da dann zumindest mal sagt, okay, wenn da rot ist, überlegen wir es uns vielleicht nochmal. Akzeptanz ist eigentlich ganz gut von den ATC-Checks. Sagt zwar jeder, ja, ich könnte es noch häufiger aufrufen, aber es zeigt mir zumindest mal, es wird zumindest aufgerufen, ja, es wird verwendet und das ist doch schon mal eine ganz gute Sache. Das möchte ich jetzt auch konkret dann mal zeigen, den ATC-Aufruf. Dazu gehen wir wieder auf unsere Bildschirmlupe, aufs Eclipse hier rein. Wir sind hier mitten in einer Klasse aus dem Kernbereich. Das ist hier DAO, steht oben drüber. Das ist unsere Data Access Klasse mit allen möglichen Erweiterungen. Auch der ATC-Check lässt sich hier über dieses Run S aufrufen hier. ABAP Test Cockpit With. Das ist jetzt unser 57er System. Da haben wir logischerweise eine Z-Variante, die eben so eingestellt ist, dass im zentralen ATC-Check-System die Default-Variante aufruft. Und die lassen wir jetzt hier mal ausführen hier für diese eine Klasse hier. Und dann sieht man hier, man kriegt hier unten im Findings-Fenster, man kriegt hier zwei Findings angezeigt. Das eine hier, Bare Condition, das noch kein Anyfields auf einem HANA Database Index. Das ist ein Hinweis, kann man sich anschauen, dass an der Stelle vielleicht ein Index fehlt. Also das wird halt hier über die Alert-ID zugegriffen und den werden wir wahrscheinlich tatsächlich auch ergänzen noch. Also das ist ein ganz, ganz sinnvoller Hinweis, den wir hier bekommen. Und sobald der Index dann angelegt ist, verschwindet der Check auch an der Stelle. Und der zweite hier unten, das ist das zweite Finding, Select Signal ist möglicherweise not unique. Da wird halt kein Primärschlüssel abgefragt. Das muss man sicher schauen, wird das anderweitig sichergestellt, dass das immer eindeutig ist. Also da würde ich jetzt im Rahmen vom Code Review mit demjenigen, der die Klasse geschrieben hat, noch einmal drüber reden und dass man dann vielleicht entweder sagt, es wird hier unten dann schon angezeigt, welcher Pseudocomment hier eingestellt werden sollte, ja, ob man dann den Pseudocomment hier einführen oder ob man dann vielleicht halt doch irgendwie das Statement hier umkonfigurieren. Auch das kann man natürlich massenhaft aufrufen. Ich möchte aber jetzt als erstes noch schnell, ich habe ja vorhin den Unit-Test insgesamt aufrufen, da sieht man jetzt hier die Ergebnisse, da sieht man auch hier, da kommen so ein paar tolerable Assertions aus diesem Geocoding heraus und zieht ansonsten hier, wenn ich das hier mal einklappe, hier so quer durch die verschiedenen Tests, die da aufgerufen worden sind. Die ATC-Checks, hatte ich schon gesagt, kann man auch massenhaft aufrufen. Man kann auch über den ATC-Check hier, wir haben hier diese HANA Readiness-Checks drin aus dem zentralen Checksystem. Aber wir haben hier zum Beispiel auch, das ist eben die Kompatibilität mit dem ABAP-Environment, die hier mit diesem Check abgeprüft wird. Und auch da kann man das entsprechend laufen lassen. Das ist ein Check, der von der SAP auch regelmäßig aktualisiert wird, wenn ein neues Release im ABAP-Environment rauskommt. Das heißt, das ist immer so eine ganz gute Möglichkeit, dass man schon vor auch einem ABAP-Git-Transport in das ABAP-Environment mal vorher abprüfen kann, haben wir dann ein paar Stellen, wo es möglicherweise Probleme geben wird. Als Fazit vielleicht zu dem Ganzen, zuerst einmal noch, ich habe anfänglich schon gesagt, klar, ein größerer Bestandteil von der Lösung sind auch UI-Sachen wie Fiori Elements und Fiori Freestyle Apps. Die sind natürlich auch Teil von dem Release, habe ich jetzt hier in dem Vortrag mal rausgelassen. Auch da schauen wir natürlich, dass wir die entsprechenden Richtungen gehen und das auch im UI. Aber wie gesagt, wäre vielleicht mal ein Vortrag für eine UI-Con oder sowas. Hohe Release-Kadenz, da sind wir tatsächlich mittlerweile gelandet. Wir streben eigentlich einwöchentlich an, landen zum Teil wegen externer Effekte eher so bei zweiwöchentlich, also gar nicht so sehr, weil es wir aus dem Projekt heraus nicht machen könnten, sondern da ist halt, was weiß ich, da sind ein Feiertag drin oder zwei Feiertage drin oder Brückentag oder
irgendwas anderes, warum sich das dann ergibt, dass es halt nicht sinnvoll ist, jetzt da in der Woche, sondern in der nächsten Woche einen Release macht. Aber ich finde, das ist für so eine ABAP-Lösungsentwicklung von doch einer relativ großen Lösung. Also wir haben jetzt schon in unseren ABAP-Git-Commons irgendwo so 1300 Artefakte drin. Also es ist schon einiges. Ja. Wenn man hier bei so wöchentlich bzw. zweiwöchentlichen entsprechend qualitätsgesicherten Releases auch immer landet, ist, finde ich schon ein ganz gutes Ergebnis. Warum machen wir es überhaupt so häufig? Die Kundenprojekte haben alle ihre eigenen Zyklen natürlich. Jedes einzelne Kundenprojekt spielt nicht jedes Release ein. Aber wir haben es dann so, das eine Kundenprojekt pickt sich halt dann das Release raus. Das von der nächsten Woche nimmt dann vielleicht ein anderes Projekt. Auf diese Weise kann halt jedes Kundenprojekt seinen eigenen Zyklus fahren und sich entscheiden, wann nämlich eine neue Version hat, aber immer die Möglichkeit, wirklich auf ein aktuelles Release zu greifen, ohne sich irgendwie an diese Produktentwicklung sich zeitlich irgendwie anpassen zu müssen. Ja. Und was wir auch an Feedback von den Kunden kriegen, wir haben eigentlich schon eine ziemlich hohe Qualität von den Releases, also es sind wenig Problemchen, die dann erst im Kundensystem auffallen, sondern wir schaffen es wirklich, zum einen durch diese diversen automatisierten Unit-Tests und statischen Code-Prüfungen und natürlich auch klar im einen oder anderen manuellen Test natürlich eine relativ hohe Code-Qualität zu erreichen und insgesamt eine hohe Release-Qualität zu erreichen, das dann letztendlich den Kundenprojekten natürlich zugutekommt. Dann würde ich vielleicht abschließend noch so ein bisschen als Fazit ziehen. Klar, Clean-Up-Unit-Tests, ATC-Einsatz lohnt sich. Ich kann es wirklich nur empfehlen, aufzumachen, vor allem wenn man natürlich Greenfield-Ansatz hat, aber auch wenn ich irgendwo eine Klasse neu dazu ergänzen muss oder so, ruhig anfangen einfach. Ja. Wenn man nicht anfängt, kommt man nie dahin. Ja. Also man muss die ersten Schritte gehen, man muss starten, man muss es verwenden und es ist wirklich, es lohnt sich. Ja. Es lohnt sich, alles drei zu machen, den Aufwand wirklich reinzustecken. Man kriegt ihn eigentlich, würde ich sagen, mehrfach zurück, den Aufwand, den man reinsteckt. Also es ist wirklich wert. Ja. Es ist nicht einfach. Ja. Man muss es schon wollen. Ja? Also es ist nichts, was so völlig, völlig for free kommt. Man muss es wollen, aber wenn man es will, dann kriegt man auch die Vorteile. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit an die Zuhörer. Ich bin dann nachher in der Speaker Corner auch noch, bin ich noch da. Am Nachmittag bin ich mal kurz weg, heute Abend bin ich dann auch nochmal wieder dabei. Vielen Dank auch an die Organisatoren für diese super Konferenz. Ich finde es eine hervorragende Sache, um sich eben über solche ABAP-Aspekte mal in der Community intensiv austauschen zu können. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Wolfgang. Dann der nächste Vortrag, der wirklich wieder spannend war, wieder Live-Coding. Wir haben jetzt, glaube ich, in jeder Session nur Live-Codings gesehen. Also das ist einmal beeindruckend, finde ich. Es hat super angeschlossen. Wir machen jetzt dann gleich in circa 5 Minuten oder ja, ungefähr 5 bis 10 Minuten. Aber da muss ich mal schauen, Entschuldigung. Eigentlich erst in 10 Minuten, 10 Minuten circa die Meet the Speaker. Also genau. Es gibt schon ein paar Fragen. Wolfgang, ich glaube, du bist auf jeden Fall dabei, hast du gerade gesagt. Die anderen Kollegen werden uns, glaube ich, auch nochmal dazukommen. Ja, dann würde ich sagen, genießen wir kurz 8 Minuten Ruhe oder Pause. Und wir sehen uns dann in 8 Minuten noch einmal. Vielen Dank noch einmal, Wolfgang. Wie erwartet, ein spannender Vortrag. Und ich bin froh, dass wir das alles auf YouTube aufgezeichnet haben und jederzeit wieder nachschauen können. Danke inzwischen. Und ich bin in 7 Minuten wieder da und dann machen wir eine kurze Meet the Speaker Session. Danke inzwischen.